Können Sie sich noch daran erinnern, wie es hier vor anderthalb Jahren ausgesehen hat? Ich habe Ihnen dazu mal ein Bild mitgebracht. In einem Gemeinschaftsprojekt der Wohnbau, der Stadtwerke und der Stadt Prenzlau wurde das komplette Wohngebiet in der Geschwister-Scholl-Straße hergerichtet. Dabei entstanden ganze 116 Pkw-Stellplätze. Die Bilder der feierlichen Übergabe sehen wir uns gleich an. Vorher werfen wir einen Blick auf die Themen unserer August-Ausgabe Stadtgespräch TV. Herzlich willkommen! Das wilde Parken am Straßenrand in der Geschwister-Scholl-Straße hat ein Ende. Anfang Juli wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und das komplett neu gestaltete Viertel mit 116 Pkw-Stellplätzen eingeweiht. Wohnbaugeschäftsführer René Stübmann, Bürgermeister Henrik Sommer, Martin Polum von der bauausführenden Firma Röver und Christoph Goetz, Leiter des Wohnbau-Baumanagements, schnitten symbolisch eine Banderole zur Einweihung der neuen Parkmöglichkeiten durch. Neben normalen Pkw-Stellplätzen wurde auch ein behindertengerechter, zwei für Elektroautos und einige öffentliche Parkplätze geschaffen. Außerdem wurde im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes die Regenentwässerung sowie die Abwasserleitungen und die Straße erneuert, die Gehwege und Außenanlagen gestaltet. Anfang August gibt es jedes Jahr Post von der Wohnbau. Die Betriebskostenabrechnung für das Vorjahr 2020 wurde auch in diesem Jahr wieder pünktlich versendet. Wir haben Wohnbaugeschäftsführer René Stübmann gefragt, wie sich die Betriebskosten in den letzten Jahren entwickelt haben und wie viel Papier dank der digitalen Zustellung im Online-Service Friedrich eingespart werden konnte. Dank eines strengen Kostenmanagements konnten wir in den vergangenen 10 Jahren die Betriebskosten weitestgehend stabil halten. Gerade bei den Warmwasser- und Heizkosten konnten wir im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 sogar einen Rückgang um ca. 1,3% verzeichnen, was aber natürlich auch auf den milden Winter zurückzuführen ist. Ja, und dank unserem Online-Service Friedrich, den mittlerweile über 30% unserer Mieter nutzen, konnte natürlich auch wieder eine Menge Papier eingespart werden. Über 10.000 Blatt Papier konnten dank der digitalen Zustellung im Online-Service Friedrich bei der Betriebskostenabrechnung eingespart werden. Das ist ein Stapel, der mir fast bis zur Hüfte reicht. Wo Sie Ihre Betriebskostenabrechnung im Online-Service Friedrich finden, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wenn ein neues Dokument, wie beispielsweise Ihre Betriebskostenabrechnung, im Online-Service zur Verfügung steht, werden Sie per E-Mail oder Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone informiert. Öffnen Sie die Wohnbau-App. Neue Dokumente finden Sie auf der Startseite unter Letzte Dokumente. Klicken Sie auf den Dateinamen, um sich die Abrechnung anzusehen. Alle für Sie hinterlegten Betriebskostenabrechnungen finden Sie auch unter dem Menüpunkt Wohnen unter der Kategorie MI Betriebskostenabrechnung. Wenn Sie die Webversion des Online-Services über Ihren Computer nutzen, finden Sie Ihre Betriebskostenabrechnung unter dem Menüpunkt Dokumente. Zahlen und Buchstaben gehören nun auch zum Alltag der Schulanfänger. Wohnbaumaskottchen Eddie der Igel begrüßte die ABC-Schützen Anfang August. Neben einem Ranzen und einem Turmbeutel darf natürlich auch die Schultüte bei der Einschulung nicht fehlen. Bei der Schultütenaktion, unterstützt von der Wohnbau, erhielten Kinder benachteiligter Familien eine komplette Ausstattung für den Schulstart. Wohnbaumaskottchen Eddie überreichte die Zuckertüte, die neben den Süßigkeiten auch jedes Jahr ein Zahnputzset enthält. Eine Woche später war es dann soweit. Der Beginn des neuen Schuljahres. Fast pünktlich mit dem Klingeln fand sich auch Eddie der Igel im Klassenzimmer der Diesterweg-Grundschule ein. Die Wohnbau sponserte auch in diesem Jahr wieder die Hausaufgabenhefte der Klassenstufe 1 bis 6. Wir wünschen allen Schulanfängern einen guten Start und beste Noten. Wir sehen uns Anfang September wieder zu einer neuen Ausgabe Stadtgespräch TV. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass es baulich spannend wird. Machen Sie es gut!